Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Nightmare Realm 2 am Ende. Genau, ich habe ja hier in der Welt, wo jetzt unter anderem die Dryade lebt, aufgehört. Und wir haben ja in der ersten Aufnahme ja auch schon einiges erlebt. Wir haben unter anderem gesehen, dass die maskierte Kreatur unsere Tochter Emily verflucht hat. Und wir haben jetzt auch nur eine Stunde Zeit, sie zu retten. Und wenn wir das nicht schaffen sollten, stirbt unsere Tochter. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ja verhindern. Und ja, was haben wir sonst noch alles erlebt? Dann sind wir halt in das Albtraumland. Durchgegangen, wo jetzt der Portalwächter war. Wir haben ja da erstmal das Rätsel geknackt und danach durften wir ja vom Wächter aus ja auch dann in das Albtraumland. Da haben wir ja auch einige Sachen schon gesehen und auch erlebt. Und ja, dann sind wir in diese Welt gelangt und da haben wir ja unter anderem jetzt schon eine Riesenraupe unter anderem gesehen, die wir hier auch noch sehen. Zwar den hinteren Teil von der Riesenraupe, aber ist egal. Und natürlich die Dryade an sich. Genau. Und jetzt geht's hier weiter. Mhm. Sieh sicher das einer an. Das brennt immer noch. Und ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt hier machen soll. Achso, einfach das Blatt nehmen. Okay, gut. Okay, da sind verschiedene Zeichen drauf. Gut. Okay. Können wir das... Achso, nee. Wir wollen das ja nicht verlassen. Hier war das doch, ne? Genau. Mal gucken, ob jetzt was Tolles passiert. Solange die Raupe den Baum verdeckt, kann ich das magische Blatt nicht anbringen. Toll. An diesem absterbenden Baum ist eine blattförmige Vertiefung. Mann, die Scheißraupe. Stimmt, die Raupe ist... Moment, das ist ein bisschen zu laut. Stimmt, die Raupe ist hier der Verursacher, dass die Welt jetzt hier so aussieht und deswegen ist die Dryade auch so traurig. Aber wir haben ja, stimmt, das konnte man hier, das kann man ja jetzt hier auch sehen mit dem Regen. Wir haben ja der Dryade zumindest ein bisschen Regen verschafft und deswegen singt sie ja auch schon so schön. Kann ich jetzt hier sonst noch was machen? Was könnte mit dieser Welt geschehen sein? Die Zauberfrucht von dem silbernen Baum ist unsere letzte Hoffnung. Zögere nicht zu lange. Gehe zum silbernen Baum. Ja, will ich ja. Moment mal. Die Raupe, die mochte doch kein Feuer, ne? Genau. Wir basteln eine Fackel. So. Und mit der können wir hoffentlich die Raupe jetzt endgültig verscheuchen. Ah ja, jetzt können wir wirklich nichts mehr machen an der Feuerstelle. Okay, dann haben wir das schon mal geschafft. So. Hoffentlich tut's weh. Jam, jam, jam. So, jetzt können wir das Zauberblatt da hinzufügen. Okay. Sieht aus wie eine Frucht. Ja, eine Zauberfrucht. Yay. Dann geben wir ihr das mal. Das sieht doch schon viel besser aus. Vielen Dank. Ich verstehe deinen Kummer. Emily braucht dich. Finde die Tränen deines Ehemannes. Die Fiole in dem Nest wird dir helfen. Geh. Wir werden zurechtkommen. Jawohl, super. Wir haben eine Figur von der Dryade erhalten, okay. Du sagst, du bist einem kleinen Jungen begegnet? Bitte, bringe mich zu ihm. Ich dachte, ich würde ihn niemals treffen.
Yay! Und wir haben den süßen kleinen Baby dran. Und noch die magische Fiole. Es wird kein Nightmare in unserer magischen Welt geben. Du bist hier jederzeit wieder willkommen, Fremdling. Danke, liebe Dryade. Und außerdem, ein bisschen rumschreiben tut immer gut. Du siehst wunderschön aus. Das wollte ich dir auch nur sagen. Sieht toll aus. Ah ja, und jetzt löst sich die Raupe wahrscheinlich auf. Aus. Auf. So. Ja. Jawohl. Und jetzt sieht die Welt doch viel schöner und lebhafter aus. Ich kann kaum glauben, dass dieser kleine Junge sich so ein wunderschönen Ort ausgedacht hat. Ja, sieht wirklich schön aus. Nun ist der Baum wieder hergestellt. Sehr gut. Und jetzt blüht alles wieder auf. Wunderschön. Hätte ich doch nur ein Bild davon. Du hast es geschafft. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Die ganze Welt leuchtet in allerlei Farben. Doch da ist noch eine weitere Sache. Wirst du mir helfen, einen Drachen zu finden? Das Land ist ohne Beschützer weiterhin anfällig. Natürlich, hier hast du den. Und da freut sich der kleine Junge. Mein Drache! Du hast ihn gefunden. Ich wünschte, ich könnte dir im Gegenzug etwas geben. Kannst du später zurückkommen? Ich möchte dir eine sehr spezielle Bambusflöte geben, aber es dauert etwas, diese zu schnitzen. Ja, klar. Danke, dass du mich hergebracht hast. Du bist mein Held. Oh, das hört man gerne. Okay, wir haben jetzt eine Triadenfigur und eine noch eine leere Fiole, aber die werden wir bestimmt irgendwann füllen können. So, wo muss ich ihn jetzt sehen? Also in der Welt sind wir erstmal durch. Okay, wir müssen ja erstmal wieder in die Albtraumwelt wieder zurück. Okay. Nun ist die Lampe wieder mit Energie gefüllt. Okay. Kann ich jetzt hier noch irgendwie was machen? Nee, da kann ich jetzt erstmal nichts machen. Oder hier? Nee. Ah, kann ich hier Wasser mitnehmen? Nee, ich denke nicht, dass in diese kleine Fiole ausreichend Wasser passt. Außerdem sagte mir die Triade, dass die Fiole für Tränen reserviert ist. Also so. Oder mit dem Kelch? Ja, mit dem Kelch. Okay. Da haben wir jetzt Kelch mit Wasser. Momentchen mal. Können wir da das Wasser benutzen? Ja, können wir. Der Kelch ist am Boden festgefroren. Ich brauche ein Werkzeug, um an das Eis zu gelangen. Vielleicht in Deutsch? Jo. Jetzt habe ich einen Eiswürfel. Ah ja, da war ja auch noch die Feuerschlange, genau. Jo, so geht's auch. Wenn man mich fragt, ist eine kalte Schlange eine gute Schlange. Und da sind wir jetzt in Davids Zelle angelangt. Und da ist eine Origami-Figur. Ja, immerhin. Wir haben schon mal 10. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Ah ja, wir haben eine Karte jetzt... Ah nee, das habe ich ja schon in der letzten Aufnahme, glaube ich, schon vorgelesen. Stimmt. Da war ja was. Okay, gut. Dann können wir ja jetzt erstmal mit David reden. Oh, es ist David. Ich muss mit ihm sprechen. Oh, Kathleen, you shouldn't have come. It's too dangerous for you to be here. The curator might come for me at any minute. What? Emily is in danger. My poor little girl. I'll never forgive myself if something happens to her. What should we do? Oh, da ist die Träne. Wir nehmen mal ein paar Tränen von dir mit, ne? Keine Panik. Ich helfe schon Emily. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich muss Emily heilen. Okay. Gut. Kehren wir erstmal zurück. Da ist Emily.
Fiole mit Tränen. Ja, sie ist wieder normal, Gott sei Dank. Was geschieht hier? Es schien, als würde ich träumen. Ich sah erschreckliche Dinge. Und Papa war auch da. Mama, Papa lebt. Ich wusste es. Doch er ist in großer Gefahr. Schnell, wir müssen es durch das Portal schaffen und ihn retten. Du gehst mit? Schnell, Mama, bring uns zu Papa. Ich folge dir dicht auf den Fersen. Okay, aber bleib wirklich sehr nah bei mir. Emily hat es nicht durch das Portal geschafft. Zumindest ist sie zu Hause nun sicher. Ich muss einen Weg zurück zu ihr finden. Ja, toll. Das Portal ist geschossen. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Also sind wir jetzt erstmal in der Welt gefangen. Geil.